Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Im letzten Part haben wir auch die letzten drei Siegel gebrochen und damit können wir uns jetzt weiter aufmachen in den Turm. Und wenn wir ganz oben angekommen sind, werden wir auf Ganondorf treffen und ihm so richtig eine reinhauen. So, davor aber noch hier noch so ein paar kleinere süße Gegner. Eigentlich nicht wirklich süß, sondern eher ultra, ultra nervig. Dreh dich halt um, du Idiot. Och, Link, du bist schon blöd. Ultra nervige Gegner. Nämlich Feuerfledermäuse. So, zack. Visier. Boah, der ist zu blöd zum Anvisieren. So. Zack. Visier an. Und zack. So, wo ist die letzte? Oh. Sie kommt auf mich zu. Ich merke schon. Da. Und kap. Ja, da war jetzt noch eine andere davor, die ich nicht gesehen habe. So, danke. Ist hier eine Truhe? Kriege ich eine, wenn ich alle getötet habe? Wirkt irgendwie so, aber. Ja, könnte sein. Ja, obwohl. Nee, hier stehen überall die Fackeln rum. Ich glaube, das ist ein Zufall. Ja, es bringt mir nämlich auch überhaupt nichts. Ich behaupte jetzt einfach mal, das war schon alles. Das war ein sehr, sehr komischer Raum. Das hätte ich eigentlich von einem Master Quest nicht erwartet, dass man hier nur gegen ein paar Fledermäuse kämpfen muss. Gut, hier gibt es jetzt zumindest die Exalforce-Viecher. Die sind natürlich schon ein bisschen stärker. Und das war es aber auch schon. Ich erwarte im letzten Raum kurz vor Ganondorf 10 Ritter. Wenn es weniger sind, bin ich enttäuscht. Ja, ganz ehrlich, von Master Quest, da erwartet man schon sowas Krankes. Mal gucken. So, was gibt's hier? Erstmal den Master Key und zwei von euch. Ja, das kennen wir jetzt auch schon zur Genüge. Komm, ihr könnt doch nichts. Komm, greif an. Genau, greif nochmal an. Idiot, tot. So, und du? Greif an. Dass das wirklich das einzige Mal im Waldtempel war, dass man sie gleichzeitig besiegen musste oder nahezu gleichzeitig, weil der andere sonst wieder aufgestanden wäre. Warum haben sie das denn nicht in anderen Räumen wie jetzt zum Beispiel hier am Ende auch noch gemacht? Weil so ist es ja tausendmal einfacher. Aber wenn man sich noch darauf konzentrieren muss, dass man beide relativ zeitgleich tötet, dann ist es viel schwieriger. Keine Ahnung, warum sie das nicht gemacht haben. Vielleicht kein Bock oder... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, ich glaube, das ist jetzt schon der letzte Raum vor Ganondorf. Zwei Ritter. Puh, schwach. Wie gesagt, ich habe mit 10 gerechnet. Und ich hätte vielleicht nicht beide gleichzeitig erwecken sollen. Boah, Doppeltreffer. Nice. Verdammt. So. Und Riesen. Wirbelattacke. Der eine hat schon seine Rüstung verloren. Das ist schön. Und der ist sogar schon gleich tot. Nämlich jetzt. Und der andere kommt auch gleich hinterher. Fahrt zur Hölle. Unterscheiden sich eigentlich in diesem Spiel die Weißen von den Schwarzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind gleich gut. Haben auch gleich viele ausgehalten. Also, ja, scheint so. Und das waren jetzt eher nochmal Herzenspender als Herzenabzieher. Irgendwie. Aber will ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. So. Und dann geht's auch schon los. Ja, ich lasse mich nochmal ein bisschen auffüllen. Pfeile und Herzen wären ganz nice. Pfeile. Mehr Pfeile. Ein Herz noch. Dankeschön. Okay. Magie habe ich... Ja, stimmt, Magie brauche ich auch. Magie brauche ich sogar relativ viel. Ist hier auch Magie? Da müssen sie doch eigentlich dran gedacht haben, oder? Die lieben Entwickler. Oder? Ja, haben sie. Danke, danke. Ja, wir machen einfach mal alles kaputt. Eigentlich soll man sich die aufheben, falls man wirklich was braucht, aber... Nee, nee, nee. Einfach kaputt machen. Kaputt machen ist immer gut. So. Dann nur noch nach oben laufen. Also was halt richtig cool wäre, wenn jetzt zum Beispiel der Final Boss
nochmal verändert worden wäre hier in Master Quest. So ein bisschen zumindest. Man muss ja nicht sein Angriffsschema verändern, das ist mir schon klar, das wäre viel zu kompliziert. Aber die Stage zum Beispiel kann man ja so ein klitzekleines bisschen verändern. So dass es zum Beispiel mehr von diesen Plattformen gibt, die nach unten fallen können. Jetzt nur als Beispiel. Aber einfach irgendwas, damit es ein bisschen anders ist, weil das ist halt jetzt genauso wie in Ocarina of Time. Und das habe ich schon eine Million Mal gesehen und das habt ihr schon eine Million Mal gesehen. Aber wir werden es jetzt natürlich trotzdem noch machen. Und ich werde jetzt auch mal ausnahmsweise die Stimmen von denen vorlesen und nicht einfach nur drüber hinweglabern. Yeah, das Triforce des Mutes. Das Triforce der Weisheit. Ah stimmt, wir werden hier eh nochmal komplett geheilt, richtig? Warum wird das Triforce der Kraft von Gandalf eigentlich nicht gezeigt? Ach doch, stimmt, es stimmt, wird ja auch noch gezeigt. Das zeigt er jetzt nämlich gleich. Die Fragmente des Triforce. Ich spüre, ihre Macht scheint sich wieder zu vereinigen. Ja, stimmt. Ich glaube sogar, das finde ich jetzt ganz cool, ich glaube Zelda, Link und Gandalf sind jetzt genau so angeordnet wie die Splitter des Triforce. Weil ich glaube, das Triforce der Weisheit ist das obere, das der Kraft ist das links unten und das des Mutes ist rechts unten. Also sie sind ja angeordnet wie ein Dreieck und genau dementsprechend sind auch die Triforce-Teile. Das ist ganz cool. Die fehlenden zwei Fragmente, ich warte seit 7 Jahren darauf. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr zwei sie tragen würdet. Böse Lache, FTW. Endlich, endlich, die drei Fragmente sind wieder vereint. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch zwei. Ihr seid dafür nicht geschaffen. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforce. Übergebt mir die Fragmente, ich befehle es. Chill mal. Link, ich kann dir nicht helfen. Die Aura des Bösen ist zu mächtig. Ja, du kannst doch eh nichts, Navi. Tut mir leid, Link. Ja, ich bin froh drum. Geh weg. Hallo, Großmeister des Bösen, Ganondorf. Und los geht's. Erstmal weg. Denn sonst haben wir ein Problem. So, wie war denn das jetzt nochmal? Auf jeden Fall brauche ich Lichtpfeile und dann brauche ich auch wieder gutes Geschick, was Tennisspielen angeht. Ne? War doch so. Ja, genau. Okay. Und zack. Schön. So, jetzt mit Lichtpfeilen abschießen. Und jetzt können wir ihn attackieren. Na dann komm mal her, du Arsch. Sehr schön. Okay, wir haben ihn schon mal ganz gut verprügelt. So, was kommt jetzt? Okay, gleich wieder das. Er macht keine andere Attacke dazwischen. Das finde ich nett von dir. Okay. Ja, das war jetzt fast zu früh, aber es hat noch gepasst. Nee, das war fast zu spät. Okay. Nein, nein, nein! Triff! Schnell schieß! Okay, es hat noch gegolten. Eigentlich war ja schon wieder gut drauf. Aber es hat noch gegolten. Dankeschön, Spiel. Oh, ich schiel aber. Ich glaube, wir haben ihm bisher 12 seiner 20 Leben abgezogen. Ich glaube, so müsste das stimmen, die Rechnung. Ich glaube, er hat 20 Leben. Und mit dem Vigoron-Schwert machen wir doppelten Schaden. Also haben wir ihm... Ich glaube, wir haben ihn 6 Mal bisher getroffen, sprich 12 Schaden. Wenn wir ihn jetzt also 4 Mal treffen... War es das? 1, 2, 3. Ne, doch nicht. Okay, ich habe mich schon davor irgendwie verzählt. Oder so. Keine Ahnung. Ich, der Großmeister des Bösen, geschlagen von einem Kind? Das darf nicht sein. Ja, kurz erstmal. Link. Ja, so heiß ich. Chill mal. Ja, wir wissen ja auch, was jetzt passiert. Alles geht in den Arsch und wir müssen mit Zelda fliehen.
Aber wir freuen uns natürlich erstmal, denn für den ersten Augenblick ist Ganondorf besiegt und Zelda gerettet. Und ich sollte mich eigentlich mal wieder umziehen, fällt mir gerade so auf. Eigentlich ist es viel epischer, wenn man es als grüner Link macht, im Heldengewand und nicht mit dem Goronen-Outfit. Ganondorf, bemitleidenswerte Kreatur. Da ihm der Sinn für Gerechtigkeit fehlte, konnte er die Macht der Götter nicht nutzen. Oh mein Gott! Alles geht in den Arsch! Was cool wäre, wenn jetzt in Master Quest die Zeit heruntergeschraubt wurde. Link, hör zu, der Turm stürzt in sich zusammen. Das ist Ganondorfs letzte böse Tat. Die Trümmer sollen uns zerschmettern. Schnell, wir müssen fliehen. Schnell, folge mir. Okay. Ja, wie gesagt, das wäre cool. Ist aber bestimmt nicht so. Ja, ich glaube, 3 Minuten waren es auch damals. Ach du Scheiße, es laggt. Okay. Weil hier ein bisschen zu viel los ist wieder mal. Ja, jetzt geht's. Ich glaube, damals waren es auch 3 Minuten, die man Zeit hatte. Also, ja, sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Und übrigens, ich habe ja schon im letzten Part darüber gerätselt, ob wir jetzt diesen Part hier als letzten machen sollen oder nicht. Und nein, das wird noch nicht der letzte Part, sondern das ist der vorletzte Part. Denn die Credits kommen ja am Ende auch noch und die dauern auch noch ein bisschen. Und ja, dann machen wir das einfach noch in 2 Parts. Oder? Obwohl. Ja, vielleicht auch nicht. Wir gucken einfach mal, ich weiß es jetzt noch nicht. Ihr werdet es ja am Titel schon erkennen können, ob da steht Finale oder ob da erst steht Part. Was haben wir denn gerade für einen Part? 34, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch völlig Schnuppe. Ja, die Flucht läuft ganz gut, ist ja auch jetzt nicht so schwierig. Wir müssen jetzt dann nur gleich nochmal kämpfen. Das könnte sein. Zelda wird ja jetzt gleich gefangen genommen. Hier noch nicht, aber im nächsten Raum dann. Und dort müssen wir ja, um sie zu befreien, alle Gegner in dem Raum besiegen. Ich weiß gerade nicht mehr, was für Gegner da in Ocarina of Time waren. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass sie die Gegner hier verändert haben. Weil ich meine, das ist ja etwas, was Master Quest fast die ganze Zeit macht. Was ja im Prinzip ein Hauptteil der Änderung an Master Quest ist, nämlich andere Gegner neben den anderen Rätseln. Aber hauptsächlich eben andere Gegner, deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt hier für Gegner auf mich warten. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was in... Ja, jetzt werd gefangen. Ich weiß nicht mehr, was in Ocarina of Time hier für Gegner waren. Ja, doch, könnte sein, dass es in Ocarina of Time auch war. Schade. Die hätten ja zumindest jetzt hier noch ihre 10 Ritter hinpacken können, die ich mir doch so gewünscht habe. Naja, dann halt nicht. Ich würde gerne auch mal einen von euch anvisieren. Aber da ist Navi gerade irgendwie zu blöd. Ich kriege ein bisschen auf die Fresse, aber das ist nicht so schlimm. Was passiert eigentlich, wenn die Zeit abläuft? Das weiß ich gar nicht. Ist man dann tot? Instant? Und ja, weiß ich nicht. Ist man dann einfach Game Over? Und wenn man noch eine Fee hat, rettet die einen dann? Keine Ahnung. Müsste man mal ausprobieren, aber werde ich nicht machen. So, und dann sind wir auch schon gleich wieder da. Ja, schrei nicht so, Zelda. Alles wird gut. So, ich glaube, das ist jetzt eh schon der letzte Durchgang. Genau, hier läuft sie jetzt nämlich so im Zickzack. Das finde ich so witzig. Sie könnte ja einfach irgendwie außen rumlaufen oder so. Nee, sie läuft voll im Zickzack, weil sie den Spieler nochmal dazu treiben will, dass er in die Felsen reinläuft. Das ist so fies. Ja, einfach hier entlang gehen. La la la, alles ist super. Die Welt ist fröhlich. Ist ja nicht so, als würde hier alles in die Luft gehen oder so. Okay, und ich glaube, wir sind da. Oder? Ja, fast. Ja, stimmt. Wir kommen. Ja, ist okay. Hör auf mich zu nerven, du Kackzombie. Stirb einfach. Jetzt hat er mich nochmal angeschrien.
und bewegungsunfähig gemacht, obwohl er schon tot war. Sehr interessant. Ja, dann mach mal auf. Okay. Und wir haben noch... Schaffen wir es mit über einer Minute Restzeit? Mal gucken. Sieht aber so aus. Wenn sie sich jetzt beeilt. Ja. Okay. Ja, und ja, dann machen wir es einfach doch so. Dann ist das jetzt hier Finale und wir überziehen halt den Part wieder, wie die letzten 10 Millionen Parts auch schon. Aber wenn das Finale ein bisschen länger ist, ist das auch nicht schlimm. Aber sonst hätte ich jetzt zwei Parts, die ungefähr eine Viertelstunde dauern. Und da mache ich dann lieber einen mit einer halben Stunde. Passt schon. So, erstmal bricht alles in sich zusammen. Das finde ich jetzt übrigens ziemlich unlogisch. Denn der Turm bricht ja in sich zusammen, aber... Also er stürzt ein, aber trotzdem ist er weg. Also ich weiß nicht, gräbt er sich in die Erde ein? Oder so? Weil ich meine, ihr seht ja, er sinkt, aber man sieht nirgendwo die Trümmer davon. Er zieht einfach in den Boden ein. Ja, gut, es ist ein Nintendo-Spiel, lassen wir das. Man sollte in einem Nintendo-Spiel niemals nach der Logik fragen. Ist ja auch völlig wurscht, denn das Spiel ist absolut super. Sowohl Ocarina of Time als auch Master Quest, deswegen sollte man da nichts hinterfragen. Es ist vorüber. Alles. Ja, das glaubst auch nur du. Link. Achso. Link, tut mir leid, dass ich dir im Kampf nicht helfen konnte. Ja, war schon gut so. Oh mein Gott! Wer hätte denn damit gerechnet? Was ist da? Ich finde das so cool, wie hier keine Musik spielt. Ich finde es mal... Und... Es ist sogar so ein bisschen Echo. Hört mal hin. Das ist ziemlich cool. Ich finde es ja eh, um Atmosphäre zu schaffen in einem Spiel, ist es manchmal besser, wenn gar keine Musik spielt. Oh mein Gott, er lebt noch. Damit hat ja niemand gerechnet. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob es einen von euch gibt, der dieses Spiel hier, also Master Quest, anschaut, ohne das normale Ocarina of Time schon mal gesehen zu haben, beziehungsweise zu kennen, beziehungsweise selber gespielt zu haben. Das würde mich echt mal interessieren, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil jeder Mensch auf dieser Welt kennt Ocarina of Time. Aber Master Quest eben nicht alle. Und genau aus diesem Grund habe ich es gespielt für euch. Und auch wenn dieser Bosskampf jetzt nicht verändert wurde, so ist er dennoch episch und gehört trotzdem dazu zu einem Abschluss von diesem überragenden Spiel. Und deswegen kriegt jetzt nochmal Ganon so richtig schön auf die Fresse. So. Dann gib mir mal mein Bigoron-Schwert. Dankeschön. So. Und zack. Man kann ja den Bosskampf auch schaffen, komplett ohne Lichtpfeile, wenn man nämlich hier unter ihm durchrutscht irgendwie. Ja, genau so. Und dann von hinten aus ihn trifft. Das ist sogar relativ effektiv, denn dann muss man keine Zeit mit Lichtpfeilen verschwenden. Und es geht auch noch relativ schnell, also das ist tatsächlich eine ganz gute Taktik und der stellt sich auch gerade mega behindert an. So ein bisschen wie Bowser in Super Mario 64. Ah, jetzt hat er es geblickt. Den muss man ja auch am Schwanz packen und hier muss man Ganon auch am Schwanz treffen. Also immer wenn er attackiert, einfach eine Rolle durchmachen, dann kriegt man ihn auch ganz leicht tot oder halt auf die klassische Art und Weise mit Lichtpfeilen. So. Macht der mir eigentlich zwei Herzen Schaden? Moment mal. Ja. Okay, das heißt, ohne das Upgrade von der Fee macht der 4 Herzen. Das ist relativ viel. Aber ja, ist jetzt trotzdem nicht so mega schwierig.
wenn die... Nee. Wenn die erste Phase jetzt nochmal vorbei wäre, wäre eigentlich schon ganz cool. Dauert nämlich jetzt schon ein bisschen. Okay. Und übrigens, ich glaube... Link, das Master Schwert, es ist hier, schnell! Ja. Ich glaube, dass es bei diesem Kampf gegen Ganon tatsächlich sogar so ist, dass egal was man für eine Waffe nimmt, alles gleich viel Schaden macht. Das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, gegen Ganondorf, also gegen den Bosskampf, den wir gerade eben gehabt haben, ist das nicht so, denn dort haben wir ihn ja mit dem Vigoron-Schwert relativ schnell abgezogen und mit dem Master-Schwert dauert das, glaube ich, schon ein bisschen länger. So. Ja, mit Lichtpfeilen ist halt die sichere Variante, sage ich mal, aber dafür auch die, die länger dauert und nicht ganz so spektakulär und cool ist, wie man einfach kurz bevor er einen mit der Attacke treffen würde, unter ihm durchrollt. So nämlich. Okay. Irgendwie jedes Mal, wenn Link getroffen wird, dann... Ist es Zelda, die da im Hintergrund schreit? Ich weiß nicht, irgendwer schreit da auf jeden Fall, aber ich denke mal, es ist Zelda. Man muss hier auch unten durchrollen unter ihm. Ich glaube, wenn man normal durchlaufen will, das funktioniert nicht. So, machen wir wieder mit Lichtpfeilen. Zack. Okay. Und nochmal mit Lichtpfeilen. Jetzt müsste er dann irgendwann auch mal tot sein. Ich glaube, ein, zwei Schläge noch. Vielleicht ist ja das schon... Der letzte! Ja, ist es. Und Zelda hilft auch mit. Ich versuche, Ganon mit meiner Kraft zu bannen. Nimm du das Schwert und versetze ihm den Todesstoß. Okay, werde ich machen. Plötzlich leuchtet es. Und zack! 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 Tot. Ja. Das war's leider für mich. Oh, ihr sechs Weisen, es ist soweit. Sendet eure Kraft. Jetzt kommen sie nochmal alle. Ihr Erschaffer Hyrules! Öffnet das versiegelte Portal und schickt diese Kreatur des Bösen in den Abgrund der Hölle. Sagt das jetzt eigentlich Zelda oder Rauru? Keine Ahnung. Da sind sie alle. Die Weisen. Sie alle geben uns nochmal ihre Macht, um Ganondorf endgültig zu verbannen. Naja, endgültig ist gut gesagt. Und dann kommt er später noch Millionen Mal wieder. Zum Beispiel in Wind Waker. Zum Beispiel in Twilight Princess. Ja. Und noch in einigen anderen, die ich gerade wahrscheinlich vergesse. Ja, oder? Ja, hier in der Link to the Past, in den Oracle of Seasons, Oracle of Ages, kommt auch nochmal vor. In, ja, überall im Prinzip. Ich verfluche dich, Zelda, ich verfluche euch, ihr Weisen. Ich verfluche dich, Link! Wie er da schaut. So. Oh, eines Tages werde ich dieses Siegel brechen. Ja, das stimmt. Dann werde ich eure Nachfahren auslöschen. Nee, eigentlich ja genau andersrum. Sie werden dich nochmal auslöschen. Und immer wieder. Lass es doch einfach mal gut sein.
Solange das Fragment der Kraft in meiner Hand ist. Ja, das stimmt leider. Das Drive aus der Kraft hat er immer noch. Das ist schlecht. Kann man ihm das eigentlich nicht einfach irgendwie entziehen oder so? Weil dann wäre ja alles super. Dann hätte er keine Kraft mehr durch das Triforce. Und dann wäre er wahrscheinlich auch nicht mehr stark genug von selbst, das Siegel wieder zu brechen. Dann wären alle happy. Aber dann wird es keine The Legend of Zelda Spiele mehr geben. Zumindest keine mit Ganondorf in der Hauptrolle als Bösewicht. Danke, Link. Dank deiner Hilfe ist es gelungen, den Großmeister des Bösen in das Reich der Hölle zu verbannen. Nun wird wieder Frieden herrschen in unserer Welt. Hoffentlich für alle Zeiten. Ich bin schuld an all dem Unheil, das über Hyrule kam. Ich war zu jung. Ich konnte noch nicht wissen, welche Fairness sich mir auftun würden. Ich habe dich in all das hineingezogen. Nun ist es an der Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Leg nun das Masterschwert aus deinen Händen und schließe so das Zeitportal. Die Verbindung zwischen den Zeiten sei für immer gelöst. Du, 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 du. Link, gib mir die Ocarina. Als eine der Weisen habe ich die Gabe, dich in deine Zeit zurückzubringen zu können. Zurückzubringen zu können. Das war jetzt viel zu. Zurückzubringen zu können. Nun herrscht wieder Friede in Hyrule. Für immer. Und nun ist es für uns an der Zeit, Abschied zu nehmen. Oh. Du, 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 du. Gehe nun, Link. Hole die verlorenen 7 Jahre nach. Gehe nach Hause, dorthin, wo dein Platz ist, als der du aufwuchst. Ja, genau das tun wir in Majora's Mask, denn dort holen wir ja die 7 Jahre nach. Und in Twilight Princess geht's ja hier direkt als Erwachsener Link weiter. Das ist ja eh so verwirrend und ich hab das immer noch nicht hundertprozentig gepeilt mit der Timeline. Vor allem, weil die ja sogar ganz offiziell 3 geteilt ist, wie ihr vielleicht wisst. Einmal eben als junger Link, in dem man jetzt wieder in die Zeit zurückreist. Danke, Link. Und dort in Majora's Mask dann alles Mögliche erlebt. Lebe wohl. Und als Erwachsener geht's weiter in Twilight Princess. Und dann gibt's ja noch eine Timeline extra dafür, dass Link verkackt. What the fuck? So, sorry Leute, da ist kurzzeitig mein Spiel abgestürzt. Keine Ahnung warum, aber ist auf jeden Fall so, aber jetzt klappt's wieder. Und jetzt kommen noch die Credits. Und da würde ich sagen, gebe ich jetzt mal nochmal kurz mein Fazit zu den einzelnen Dungeons. Der allererste Dungeon im Dekubaum war, ja, im Prinzip genauso wie in Ocarina of Time, war jetzt noch nicht wirklich was Besonderes. Aber war trotzdem schon irgendwie besser als der originale, weil halt anders. Dann Dodongos Höhle gefiel mir in Master Quest sehr, sehr gut. Die fand ich in Ocarina of Time nur so, ja, durchschnittlich. Aber hier fand ich die echt cool, weil halt auch wieder die Reihenfolge, in der man durch die Räume gehen musste, komplett geändert wurde. Und das war schon ziemlich cool, fand ich. Dann Yabu Yabus Bauch war auf jeden Fall der strangeste Dungeon. Ich meine, Kühe an den Wänden, die als Schalter fungieren. What the fuck? Wer ist denn auf sowas gekommen? Keine Ahnung. Und sonst war der Dungeon auch ziemlich cool, weil auch die Positionen von diesen Tentakelviechern wurde auch verändert. Und also Yabu Yabus Bauch gefiel mir in Ocarina of Time auch schon sehr gut, aber hier in Master Quest auch nochmal richtig gut. Sogar ein bisschen besser, würde ich sagen. Dann zu den erwachsenen Dungeons. Der Waldtempel ist einer der wenigen Dungeons, der mir in Master Quest nicht so gut gefällt, wie in Ocarina of Time, wie im Original. Da fand ich ihn besser. Ich fand ihn in Ocarina of Time einfach ein bisschen schwieriger. Auch wenn ich hier in Master Quest so ein bisschen gehangen bin, aber lang nicht so wie als ich beim ersten Mal den Waldtempel aus Ocarina of Time gespielt habe.
Und ja, da wurde in meinen Augen jetzt auch nicht so mega viel verändert, sondern das meiste wurde größtenteils gleich gelassen. Wenn man das zum Beispiel mal mit den Veränderungen von Dodongos Höhle oder von Yabu-Yabus Bauch vergleicht, dann waren dort die Veränderungen einfach viel größer und im Waldtempel halt nicht so. Und ja, deswegen, wie gesagt, in Ocarina of Time ist der Waldtempel mein Lieblingstempel, aber hier in Master Quest nicht. So, dann kommen wir zum Feuertempel. Den fand ich in Ocarina of Time auch nur so mittel bis gut, aber hier in Master Quest gefiel mir der auch besser. Weil da wurde auch wieder einiges gemacht, es wurde einiges verändert. Auch wieder die Reihenfolge, in der man die Räume betreten muss und sowas, gefällt mir ja grundsätzlich immer. Es war aber trotzdem nichts zu Krankes, wie jetzt in Yabu Yabus Bauch. Aber trotzdem ziemlich cool auf jeden Fall. Der Wassertempel war eine ziemliche Enttäuschung irgendwie, fand ich. Weil er war eine Million Mal einfacher als in Ocarina of Time, weil es weniger Schlüssel gab und es sogar einen Bug gibt, dass man am Ende noch einen Schlüssel übrig hat. Ganz komisch auf jeden Fall. Und die Hälfte des Dungeons kann man machen, ohne, oder beziehungsweise anders gesagt, man kann den ganzen Dungeon machen, indem man nur die Hälfte der Räume betritt, weil die Hälfte der Räume für Skulltulas sind und das finde ich blöd. Wie gesagt, das sollte man lieber wie in Ocarina of Time machen, dass halt man alle Räume betreten muss und dass halt dann in den Räumen nochmal versteckt die Skulltulas sind, aber die goldenen Skulltulas nicht einen eigenen Raum bekommen. Ja, also den Wassertempel fand ich nicht gut hier in Ocarina of Time dafür ziemlich gut, weil er halt so mega schwierig ist, aber hier ist vielleicht sogar der schlechteste in meinen Augen. Dann der Schattentempel. Der gefiel mir in Ocarina of Time auch nur so halb, weil er halt relativ einfach war, fand ich. Also es sind natürlich trotzdem alles ultra gute Dungeons, aber halt jetzt, ich sag immer im Vergleich zu den anderen. Aber hier in Master Quest war er auch wieder ein bisschen besser. Aber trotzdem noch ein bisschen zu einfach. Aber trotzdem schon besser. Ja, und dann kam der Geistertempel. Und der Geistertempel ist in Master Quest mein Lieblingsdungeon. Und ich würde sogar so weit gehen, dass der Geistertempel in Master Quest, finde ich, besser ist als der Waldtempel im normalen Ocarina of Time. Also mein neuer Lieblingsdungeon aus Ocarina of Time, jetzt übergreifend, ob normal oder ob Master Quest, ist der Geistertempel aus Master Quest. Denn der war einfach. Er hat mich zwar zur Verzweiflung gebracht, wir haben 6 Parts für diesen Dungeon gebraucht, für alle anderen nur 3 oder 4, zumindest für die Erwachsenen. Und der war sowas von ultra schwierig, aber das ist genau perfekt so. Und nicht nur war der Aufbau an sich schwierig, sondern auch die einzelnen Rätsel in den Räumen. Das eine Rätsel mit den 2 Zeitblöcken und mit der Kiste drauf, die man kriegen musste, um sie auf den Schalter zu stellen. Das war so genial, das war so gut durchdacht. Dann der eine Raum, wo man die Lieder spielen musste, die verschiedenen, wo man Hinweise gekriegt hat durch die Symbole. Das war auch total cool. Und ja, einfach der ganze Aufbau, man musste auch öfters zwischen Erwachsenem und Kind wechseln als im normalen Ocarina of Time, denn im normalen musste man ja einfach als Kind rein, als Erwachsener rein, fertig. Da musste man als Kind rein, Erwachsener, dann wieder Kind, um den Schlüssel zu holen, den man nur als Kind kriegen kann, aber als Erwachsener auslösen muss, und dann wieder als Erwachsener, also mega kompliziert, aber ganz ehrlich, genau so müssen Dungeons sein. Dungeons müssen mega kompliziert sein, sie müssen einen zur Verzweiflung bringen. Nur dann sind es gute Dungeons. Das ist zumindest meine Ansicht. Die wird bestimmt nicht jeder teilen, diese Ansicht, aber ja, das ist halt das, was ich so finde. Jo. Ah ja, gut, die Mini-Dungeon gab es ja auch noch. Die Eishöhle war ziemlich cool. Da wurde zwar an sich auch gar nicht mal so viel verändert, aber die Idee mit den Kristallschaltern, dass die sich versteckt haben zwischen den anderen Kristallen, ist so eine epische Idee. Also, das war richtig genial. Der Brunnen war komisch, weil man das Auge der Wahrheit ja irgendwie gar nicht gebraucht hat. Also der hat mir nicht so gut gefallen. Die Gerudo-Arena war auch komisch, wegen den Schlüsseln und allem, weil es halt fast keine Schlüssel gab. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden. Und das Finale hier war aber auch nochmal cool im Teufelsturm. War nochmal richtig schwierig. Nochmal echt eine gute Prüfung zum Schluss. So. Ja, präsentiert von Nintendo. Und wenn euch dieses Projekt oder auch die Dungeons oder alles Mögliche, was auch immer, gefallen haben,
dann könnt ihr mir das gerne nochmal zeigen, indem ihr nochmal einen allerletzten Daumen hoch gebt. Oder mir natürlich auch unbedingt in die Kommentare schreiben, was ihr denn von diesem ganzen Projekt haltet, was ihr davon gehalten habt, dass ich euch die Overworld nicht gezeigt habe, weil das ja eh schon jeder kennt, sondern nur das Interessante, nämlich die Dungeons. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann könnt ihr gerne auch noch meinen Kanal abonnieren. Und damit haben wir dieses echt richtig coole Spiel abgeschlossen. Und ich freue mich schon auf die nächsten Projekte. Ich hoffe, ihr werdet dann auch wieder dabei sein. Also, bis zum nächsten Mal, Leute.